Im zweiten Dungeon der Schattenwelt geht unser Abenteuer weiter. Let's play Zelda A Link to the Past. Und hier ist die große Truhe, die wir aber ja nicht öffnen können. Ja, wir brauchen den großen Schlüssel, um diese Truhe zu öffnen. Und schauen wir doch mal, ob wir diesen Schlüssel nicht irgendwo finden können. So. Gehe ich mal hier links. Oh nein, ich werde wieder von irgendwelchen Gegnern getroffen. Okay, hier ist eine Tür, die ich aber nicht öffnen kann, weil ich keinen Schlüssel habe. Das ist schon mal schlecht. Verschwinde! Und du verschwinde auch. Oder lass es einfach. Gut, dann gehe ich erstmal hier hoch. Wo komme ich denn hier raus? Oh, weia. Das sieht auch sehr einladend aus. Aua! Ich wurde schon wieder getroffen. Das auch hier natürlich. Nirgendwo ein Herz drunter ist. Oh, hier ist ein Herz drunter tatsächlich. Nein, lass mich in Ruhe! Oh, oh. Ich sollte mich besser vom Acker machen. So. Okay. Da ist ein Durchgang. Und hier kann ich vielleicht etwas wegschieben? Nein, das sieht nicht so aus. Okay, dann vielleicht von der anderen Seite. Gut, aber erstmal gehe ich hier links. Oh! Cool, ich habe einen Schlüssel gefunden. Und der Spike da unten geht total ab. So. Gut, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich hier irgendwie heile rauskomme. So. Gut, dann muss ich da hinten zu der Tür. Nein? Oh Gott, lass dich bloß nicht treffen, ey. So, dann öffne ich hier mal die Tür. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ah, nein, jetzt hält er sich wieder in diese kleinen Dinger auf. Verdammt. Ich. Hau bloß ab. Okay, wie komme ich jetzt daran? Kann ich das von hier treffen? Müsste ich eigentlich. Ah, verdammt. Oh, ich bin doch so blöd. Okay, das war gemein. Das war wirklich gemein. Ja, super. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ja, die Dungeons in diesem Spiel sind echt nicht ohne. Manche sind einfach und manche sind halt... Meh. Wobei ich den hier immer noch irgendwo trotzdem angenehmer finde als den ersten Dungeon, muss ich ehrlich mal sagen. Ich meine, da habe ich ja lange genug meine Zeit verbracht, tatsächlich. Oh Gott, und ich muss echt zusehen, dass ich hier wegkomme. Könnt ihr mal aufhören, bitte mich mit euren verdammten Projektilen zu beschießen? Das finde ich echt nicht witzig. Oh, weia, bin ich hier überhaupt noch richtig? Wirst du bitte... Ja, so, perfekt. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ah, lauf, Link, lauf! Es ist... Das ist ja nicht wahr! Leute, hier rennen mir echt irgendwie ein bisschen zu viele Gegner rum, muss ich ehrlich mal sagen. Das kann nicht wahr sein. Mann! Ist doch nicht wahr. So, jetzt seh zu, dass du hier von nichts getroffen wirst. Wow, das war knapp. So. Ist doch nicht wahr. Komm, Link, seh zu. So.
Jetzt muss es aber klappen, verdammt nochmal. Nee, komm, verpiesel dich. So. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich hin wollte. So, dann schalte ich jetzt als erstes erstmal den hier aus. Was gerade nicht so wirklich... Ah, Vorsicht. Der ist geladen. Mensch. Und er lässt sogar ein Herz fallen. Das ist sehr nett von dir. So. So, und jetzt muss ich aufpassen. Gut. Zack. So, dann wollen wir mal das umlegen hier. Okay, da kommt jetzt das Wasser herbeigelaufen. Okay. Den kann ich nicht weiter bewegen, so wie es aussieht. Nein, nicht wirklich. Gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier gemacht haben. So, da oben ist noch eine Tür, wo ich aber nicht... Aua, wo ich aber nicht rankomme. Wag es dir. Oh, ich muss echt hier weg. Das ist doch nicht wahr. Wow, lauf. Okay, wo bin ich jetzt? Kann ich hier durch? Nein, hier kann ich nicht durch. So verdammter Wurm schon wieder. Oder was auch immer das sein soll. Okay, wo bin ich hier gelandet? Ein roter Rubin. Und noch ein Herz. Das ist sehr gut. So, schauen wir doch einfach mal auf die Karte. Wirst du bitte mir die Karte anzeigen? Okay, ich bin irgendwo da unten. Puh. Okay, dann gehe ich mal weiter. Oh, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite wieder rausgekommen. Ja, sehr schön. Oh! Cool. Ich habe nur den Stein beiseite geschoben und diese Truhe ist herbei. Diese Truhe ist aufgetaucht. Ach Gott, meine Güte. Wo hast du den Kompass gefunden? Yay! Das ist sehr gut. Kompass kann man immer gebrauchen. So, jetzt bin ich wieder hier. Und gehe erstmal hier hoch. Oh, weia. Wo, jetzt kann ich ja hier durch. Hier war ich nicht. Ah, oh. Ach so. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten auch noch eine Tür war. Tatsächlich. Ja, gut. Oh, oh. Okay. Aber das war doch hier vorhin auch schon unter Wasser, oder nicht? Also was habe ich denn jetzt damit bezweckt? Oder war es doch nicht unter Wasser? Ah, okay. Hier bin ich jetzt. So. Verschwinde! Was auch immer das gerade für ein Blob war, aber verschwinde. So. Oh, weia. Das sieht auch nicht unbedingt einladend aus. Und okay, diese... Au, 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 au. Diese Spikes bewegen sich aus irgendeinem Grund nicht. Okay. Oh. Okay. Ah, jo. Ja gut, das ist jetzt natürlich blöd. Die Steine kann ich nicht weiter bewegen. Oder? Nein. Sieht nicht danach aus. Ah, verdammt. Und dann gehe ich erstmal hier weiter längs. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Ja gut, das ist natürlich schlecht. Okay, wie komme ich jetzt darüber? Ist die Frage.
Yay! Pfeil und Bogen ist immer gut, beziehungsweise Pfeile sind immer gut. So, jetzt gucke ich nochmal hier drunter. Okay, da ist diesmal kein Herz. Schade eigentlich. So. Versuche ich. Bitte lass mich leben. Das wäre supi. Nein. Da habe ich, glaube ich, wieder Mist gebaut. So, wieder zurück. So. Passen, dass ich mich hier durch nichts treffen lasse. Ah, jetzt hat es geklappt. Tatsächlich. Was bist du wieder für ein Blob hier? Der sich einfach besiegen lässt. Okay, hier findet Trapper rauf. Dann schauen wir mal. Okay, wo bin ich jetzt? Ah, okay. Ich bin auf einem neuen Stockwerk, so wie es aussieht. Oh, nein! Oh, diese Herzen haben mir gerade das Leben gerettet. Au. Okay, hier sind irgendwelche... Kann ich die da runterschieben? Nein, kann ich nicht. Aua. Verdammt! Okay, das bringt irgendwie gar nichts. Verdammt! Okay, was kann ich hier tun? Ah, verdammt. Dass ich aber auch keinen Trank oder sowas bei habe. Okay. Ja, super. War ja klar. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. Als nur mal wieder von vorne anzufangen. Ja, nee, lasst mich mal in Ruhe. Ich habe keine Lust auf euch. So. Okay, hier wieder durch. Ja, jetzt ist die Frage, wo muss ich jetzt hin? Da komme ich ja nicht längs. Obwohl. Bin ich hier schon durchgegangen? Okay. Ich glaube, hier war ich aber auch schon. Ja, na sicher möchte ich weiterspielen. So, erstmal den loswerden hier. Okay, wahrscheinlich von der anderen Seite. Zack. Okay. Da hat sich irgendwie nichts getan. Warum auch immer. Was wahrscheinlich aber auch einfach daran liegt, dass ich diesen Schalter schon umgelegt habe. So. Gut, dann hier wieder raus. So, und einmal bitte durch die andere Tür. Falls ich hier rauskommen sollte aus dem Wasser. So. Ja, supi, jetzt bin ich wieder hier. Und ich habe, aua, nach wie vor immer noch nicht den großen Schlüssel gefunden. Tja, bleibt nur noch zu hoffen, dass ich den halt irgendwo hier finde. Wage es dir. Ich hab dich schon gesehen. Du kannst mich nicht aus dem Hinterhalt angreifen. Mich nicht. Da musst du schon früher aufstehen. So.
Ja, okay, jetzt bin ich wieder hier im Kreis gelaufen, tatsächlich. So. Gut, wo war ich stehen geblieben? Hier. Ja gut, dann komme ich ja wieder hier raus. Muss ich die jetzt nochmal betätigen? Sieht danach aus. Ich tue den jetzt einfach nochmal betätigen. Den Hebel. Ups. Ja gut, so kann man es natürlich auch machen. Okay. Gut, gut. Ach so. Ja gut, jetzt komme ich natürlich hier nicht raus. Dann müssen wir hier nochmal den Hebel betätigen. Ey, du blöder Spike, ey. So, einmal, damit ich hier wieder damit ich hier wieder rauskomme. Tatsächlich. Zack. So. Dü-dü. Irgendwo muss es doch hier weitergehen. Das gibt's doch gar nicht. Haha, ich hab dich voll gesnipert, du Blob. So. Oh. Ist nicht wahr. Nein, lass mich leben. Bitte lass mich leben. Gut, vielleicht muss ich aber hier das Wasser hochsteigen lassen, damit ich hier an diese Truhe rankomme. Und hier hinten rum. Aber die Frage ist, wie stelle ich das an? So, erstmal muss ich hier wieder weg. Nein, dich ignoriere ich jetzt einfach. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Aua! Hier ist wohl anscheinend eindeutig eine Sackgasse. Ui! Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Oh, okay. Na gut, so geht's anscheinend natürlich auch. Ah, okay. Da waren jetzt Rubis drinne. Aber eigentlich muss ich anscheinend wohl diesen Hebel nochmal wieder betätigen. So. Gar nicht so einfach. Aber ist es nicht unmöglich. Au. Nun muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder zurück. Obwohl. So müsste es ja eigentlich gehen. Jetzt muss ich halt nur... Oh, bitte kill mich nicht. Da habe ich echt keine Lust drauf. So. Nein! Nein, lass mich leben. Bitte lass mich leben. Lauf, Link, lauf!
Oh, bitte, bitte lass dein Herz drin sein. Nein, natürlich nicht. So viel Glück ist mir dann anscheinend doch wieder nicht vergönnt. So. Jetzt schnell weg hier. Ich wollte gerade sagen, schieb doch das bitte beiseite. Oh Leute, das schaffe ich doch niemals. Ich habe es tatsächlich bis dahin geschafft, wo ich hin wollte. Wahnsinn. Und da ist ein Durchgang. Sehr schön. Oh, da ist eine Truhe. Bitte lass da den großen Schlüssel drin sein. Ja, komm, hier ist natürlich auch kein einziges Herz drin, ne? Yay! Ich habe tatsächlich den großen Schlüssel gefunden. Perfekt. Das ist sehr gut. Genau das, was ich gesucht habe. So. Zack. Oh, oh. Ja, das war klar. Gut, das ist jetzt aber nicht so tragisch. Ich werde es überleben. Ich muss sowieso wieder zu der großen Truhe zurück. Und ob ich jetzt den ganzen Weg zurückgelaufen wäre oder den Weg jetzt hier vom Anfang nochmal gehen muss, das ist jetzt nicht so tragisch. Mann, was soll das eigentlich mit diesen blöden Blubberblasen oder was das hier sein soll. Wo auch immer sie herkommen. Ich habe keine Ahnung. Und du versperrst mir ein bisschen leicht den Weg. Ach Mensch. Ich bin wieder mal so kurz davor, den Löffel abzugeben. Yay. Freude kommt auf, Leute. Freude kommt auf. Eigentlich habe ich keine Lust, jetzt schon wieder abzunippeln. Ah, lauf, Link, lauf! So. Boing! Der Enterhaken! Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und boing! Probier ihn an alle möglichen mal aus. Yay! Cool, ich habe jetzt einen Enterhaken. Das ist nice. Dann wollen wir doch mal gucken, ob das funktioniert. Funktioniert. Und natürlich habe ich keinen Schlüssel hierfür, für diese Tür. Das heißt, ich muss schon wieder einen Schlüssel finden. Alter, da komme ich doch niemals. Niemals im Leben komme ich darüber. Ohne zu sterben. Okay. Gut. Oh hey, jetzt kann ich hier mal gucken, was hier so drunter ist. Hier ist zum Beispiel ein Herz. Cool. Enterhaken gesucht. Ist sehr gut. Gut, ich kann mich nur von hier aus nirgendwo festhalten. Das ist sehr schlecht. Oh, lauf! So. Aha! I found a key! Und ich bin schon wieder fast tot! Yeah! Ich will nicht schon wieder abnippeln. Bitte nicht. Oh, super. Kann ich mich dann nirgendwo festhalten? Dann muss ich mal ganz kurz hier rum. Und wieder zurück. Lauf, Link, lauf. So, jetzt kann ich wieder mit dem Enterhaken darüber. Tatsächlich. Öffne die Tür. Oh yeah. Aha. Und keiner davon hat ein Herz fallen lassen. Ah, okay. Hier muss ich die Statue vorschieben. So. Zack.
schauen wir mal. Oh nein. Es war so klar. Oh Leute. Jetzt muss ich mich doch echt wieder den ganzen Weg hier wieder zurückbewegen. Das ist doch... Meh. Einfach nur meh. Okay, sollte dann wohl nicht sein. Wo kann ich hier eigentlich die Wand aufspringen? Oh, tatsächlich. Die sah nämlich so verdächtig aus. Oh, hier ist noch eine Truhe. Oh yeah, ich habe die Karte gefunden. Das ist sehr gut. Wobei, ich habe doch eigentlich aber eine Karte, oder nicht? Oder bin ich jetzt verwirrt? Ach so, okay. Die zeigt mir jetzt den Rest an hier. Okay, da komme ich leider nicht runter. So, mal eben anderes Item auswählen. So, schnell weg hier. So. Au. Ich mogel mich hier mal wieder an allem so fröhlich vorbei. Das passt schon. Und nirgendwo gibt es wieder ein Herz für mich. Das finde ich voll zum Kotzen. So. Obwohl, da ist auch noch so eine Wand. Vielleicht ist da ja auch noch was. Oh, tatsächlich war das auch eine geheime Wand. Aua. Hör auf, mit deinen Knochen an mir zu werfen. Das ist voll uncool. So. Ach, guck mal. Ja, super. Nichts, was mich wirklich weiterbringt. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So. Gut, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich dahin wieder zurückkomme, wo ich hergekommen bin. Und ja, ich blinke fröhlich herum. Lalala. Boah, bitte lasst mich alle in Ruhe. Ich habe keine Lust auf euch. Ja, natürlich möchte ich weiterspielen. Wieso komme ich eigentlich immer auf den falschen Knopf hier? So. So, dele. Jetzt bin ich wieder hier. Oh nein. Wir gehen jetzt erstmal einfach diese Treppe hier auf der anderen Seite runter. Okay, wo bin ich hier gelandet? So, jetzt bringt es wenigstens nicht mehr. Okay, das hier bringt mir jetzt gerade momentan nicht wirklich viel, weil ich komme ja nicht an die Truhen ran und an die Schädel auch nicht. Gut, also muss ich doch erstmal wahrscheinlich auf die andere Seite wieder. Wo hier ist auch eine Tür. Okay, das kann ich anscheinend nicht bewegen. Aha. Au, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Nein. Nein. Ja, ich weiß, dass ich wieder fast tot bin. Du musst es mir nicht sagen. So, dann sehe ich erstmal zu, dass ich hier hinkomme. Oh. Okay, ich würde aber sagen, ich mache jetzt hier vor dieser Treppe, die nach unten führt, erstmal eine Pause. Und wir schauen dann im nächsten Part mal, wo es dort hingehen wird. Ich kann ja schon mal auf der Karte gucken. Ah, okay, es geht anscheinend Richtung Boss da hinten. Gut, schauen wir doch einfach mal, was uns dann dort erwartet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Part hier. Hinterlasst doch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wenn ihr mögt, natürlich. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part von Let's Play Zelda A Link to the Past dann wieder mit von der Partie. Also Leute, bis dann. Ciao.